Welche Probleme gibt es, die sich aufgrund des Diversitätsverlustes ergeben? Wir haben die bereits erwähnten genetischen Erkrankungen. Das heißt, da sprechen wir leider Gottes nicht sehr, sehr oft nicht von diesen klassischen rezessiven Erbgängen, vielleicht wo es sogar Gentests gibt, sondern bei vielen genetischen Erkrankungen sprechen wir tatsächlich von Problemen, die sich aufgrund komplexer Vererbung ergeben. Das heißt, das sind im gleichen Atemzug, wie es hier steht, sind eben auch die Autoimmunerkrankungen zu nennen, wo wir häufig auch das Ganze gekoppelt, also nicht nur ein gewisses genetisches Risiko für die Erkrankung beobachten, sondern gekoppelt daran auch wirklich in Hunden, die diese Probleme zeigen, einen höheren Inzuchtgrad als in anderen. Ein weiteres Problem ist natürlich die bereits angesprochene verminderte Anpassungsfähigkeit aufgrund dessen, weil mir einfach nicht das entsprechende Werkzeug zur Verfügung steht. Und tragt man das jetzt alles zusammen, macht es absolut Sinn, dass man sagt, okay, das ist ein Thema, dem muss man sich einfach im Zuchtgeschehen genauso widmen wie einer HD-Untersuchung, wie sonstigen genetischen Erkrankungen, wo es ja auch Lösungen und Möglichkeiten gibt, Hunde zu testen, zu schauen, wie ist der genetische Status für bestimmte Erkrankungen und basierend darauf meine Zuchtentscheidungen zu treffen. Und glauben Sie mir, wer jetzt den Kopf schüttelt und sagt, was sollen wir denn noch alles berücksichtigen? Es ist möglich. Es ist wirklich möglich. Selbst in stark ingezüchteten Rassen ist es möglich, auch hier sich noch unter Anführungszeichen die bestpassendsten Rosinen für den Kuchen rauszupicken. Und da meine ich nicht, dass es immer nur bestimmte Hunde sind, sondern ganz nach dem Motto, jeder Deckel findet seinen Topf.